Hallo, herzlich willkommen auf Hof Bergmann Reloaded, zusammen mit Guden Hallo. und mir. So, weiter geht's. Bin immer noch auf dem Weg zu Guden, aber Und diese ohne Schranke, von denen du... Wasserträger, den ich finde, Deckel Ja, aber die... öffnen. So. Bin jedenfalls da. Ich habe auch zwischendrin mal jetzt geguckt, also eine Palette hat 68 Setzlinge. 98 Setzlinge. Ich glaube, da auf diese Holzpalette muss ich meine Setzlingspalette setzen. Vielleicht muss auch erst die Setzlingspalette rein, keine Ahnung. Das kann auch sein. Lass mich mal gucken. Mach Ich, du mal. ja, ich mach mal. Wag du mal deinen Versuch. Aber erst muss ich mal losmachen hier. Aber die Gewächshäuser hinten sind eigentlich die, die es seit LS11 gibt, soweit ich das sehen kann. Nur halt so fest verbaut und dann passt das, ne? Das ist zu niedrig. Fahren wir mal dahin. Da war auch alles andere als großräumig hier für die abzusetzen. Also ich Nee. vermute einfach mal, dass die da auf das Holz drauf müssen. Glaube, wir sind zu dumm, um das zu machen. Kann das sein? Aber vielleicht sind wir echt ein bisschen dumm. Glaube, man sich damit mitten aufs Feld drauf fahren? Die Das kann sehen doch nicht voll sein. krass blau aus, irgendwie. Ja, ist ja Blaukraut. Ganz blöde Frage. Wie aktiviert. Muss man das. Siehst du irgendwo hier einen Trigger? Ich glaube, muss man die irgendwo kaufen? Auch nicht, ne? Juhu, wir stellen uns nun wieder richtig intelligent an. Das funktioniert nicht. Kannst du mal gucken, ob hier irgendwo ein Trigger ist? Ja, kann ich gleich machen. Sieht auch nicht so gut aus. Welcher Trigger, welche Einstellung war das nochmal? Ich kann die in die Hand nehmen, die Palette. Ah, das ist doch cool. Also muss ich doch vielleicht damit übers Feld. Nee. Kann ich auf jeden Fall da rumtragen. Ah! Ich habe die jetzt hier hingelegt und jetzt ist irgendwas hier passiert. Jetzt ist zumindest hier vorne Holz weggegangen. Ah, Palisade entfernen. Ah, jetzt ist er. Ah. Und jetzt? Ja, das, wenn ich die Palisade hier entferne. Welche sonst irgendwo entfernen? Aber das irgendwie verstehe Verstehe ich das das. nicht, warum? Ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Toll, jetzt habe ich die Palisade hier vorne weggemacht. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich jetzt das da hinstellen? Oder was? Ja, dann. Hier liegen, glaube ich, nur Oh, Pumpenersatzteile, so wie warte ich mal. das Ich habe sehe. gerade die Palette weggeworfen, aus Versehen. Kannst du mir mal jetzt bitte sagen, was ich damit machen soll? Das da wird wieder die Folge jetzt. Hier kriegen wir wieder Geschäuel von den Zuschauern. Ja, aber was soll man denn machen? Sehen wie voll unlogisch. Ja, wir hätten uns vielleicht durchlesen sollen, wie es funktioniert. Ja, aber es muss ja eigentlich so sein, dass du da vorne, du hast hier ein Fundament, wahrscheinlich ist da drunter ein Wasserbehälter. Den musst du auffüllen, weil da drauf steht ja eine Pumpe, die dann wiederum ins Feld reinpumpt. So sieht das ja optisch aus. Dementsprechend sollte man ja eigentlich alles nur hinstellen müssen.
Ah, ich krieg die Palast-Dings ja nicht mehr gedreht. Das ist doch Mist. Ich die ganze Zeit mit der Palette da rum. Okay. Würde ich sagen, lassen wir mal kurz die Sachen hier so stehen. Und weißt du, was wir machen? Wir nehmen dann hinten ein anderes Gewächshaus in Betrieb. Kriegst du da Wasser rein wenigstens? Ich hoffe, ich probiere es eben. Dann müssen wir gleich nur noch eine Fuhre Mist holen, ne? Ja, ich bring schnell zu einem Traktor. Ich bringe Mist vorbei. Ne, ich kann nicht mit vorbeispringen. Wir haben ja nur einen Frontlader. Wasser auffüllen. Ja. Na, hier, das funktioniert doch. Ja. Tun wir da mal ordentlich Wasser rein. Ja, kannst das ganze Fass reinlaufen lassen. Ja. Ja, das reicht dann auch erstmal. 8000 ja, ja. Liter. Ich frage mich, wie das jetzt funktioniert. Normalerweise geben die ja einfach Geld. Ob dann hier eine Palette steht mit Gurke oder ob man die irgendwie aufsammeln muss. Ja, der Mist kommt hier rein. Ja. Ich vermute, dass hier vorne dran irgendwo Paletten spawnen. Ja, aber andererseits, da hinten im Lager ist so eine Umfüllstation. Also sieht für ja, mich ich das... Denke, ich pass auf, ich denke schon, dass das geht, weil du kannst ja hier auch noch so Paletten kaufen. Die Leerpaletten sind zwar irgendwie verschwunden, aber du kannst hier noch Paletten kaufen. Ich gehe davon aus, dass das so kleine Säcke hier sind und die Paletten dann irgendwie dann anders. Ich frage mich halt, warum da vorne die Palisade weg muss. Ja, wahrscheinlich, weil man drauf fahren kann irgendwie. Warte mal, ich leg das jetzt mal da drauf. Kannst du mal im Shop gucken, ob da irgendwas ist für Gemüse? Was hier bei der Map dabei war? Ja, Moment. Batterie, Reifen, Dünger, Samen, Herstellung von Flüssigdünger wird es benötigt. Hühnerfutter, Gänsefutter, Einstreuballen. Oh, Mistballen können beim Gewächshäusern verwendet werden. Ah ja, okay. Silageballen sind vielseitig einsetzbar. Dann haben wir hier noch Naturlab. Gemisch aus Enzymen zur Herstellung von Käse. Dann Leerkartons für Eier, Rotkohl, Setzlinge und eine Transportpalette. Das war's. Was haben wir hier hinten noch? Ja, das ist nur noch der kleine Traktor. Hier was Platzierbares. Wir haben eine platzierbare Palettenverkaufsstelle. Auch nicht. Oder es hat doch vielleicht was mit Season zu tun, dass wir das nicht aussehen können jetzt hier. Aber das kann ja nicht sein. Nee, irgendwie nicht, ne? Mensch, stell die einfach mal da drauf. Lade mal weg. Irgendwie muss man vielleicht die Plane wegnehmen, oder? Hast du nicht gerade gehofft, Palisade entfernen? Ne, ich laufe die ganze Zeit drauf rum in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo sehe, Plane entfernen kann. Probiert es nochmal hier vorbeizufahren und irgendwo Wasser abzuladen. Na, lad vielleicht mal da ab, wo die Palette draufsteht hier. Das hier ist ja der Anschluss, der muss ja funktionieren. Was ich nur komisch finde, hier vorne sehe ich noch nicht mal die Anzeigen, die sehe ich nur bei den mittleren da. Hier sehe ich die Anzeigen bei Feld 2. Oder ist das Ding einfach verpackt? Und Feld 3 sehe ich die Anzeigen. Ja, weil gut, bei Feld 2 geht ja auch nichts. Komm, dann lass uns mal bei Feld 2 gucken. Ja, das muss doch gehen hier. Was spricht denn dagegen? Nichts. Ich weiß nicht, die Fläche hier sieht mir zu viel danach aus, dass ich da die Dinger draufstellen muss. Aber ich habe immer noch 0 von 9 von 98 Setzlingen. Wie zeigt man jetzt nochmal so Trigger an? Mit F6? F6 oder F4 oder so?
Restentleerung starten. End. Ja, Restentleerung starten, machen wir uns Fässchen leer. Kann sein, dass die eventuell verbuggt sind. Habe ich mittlerweile auch schon so ein bisschen das Gefühl. Durch das Update vielleicht? Ja, aber da sollten sie ja eigentlich, sollte der ja nichts kaputt machen. Und der drückt aber gut, der Anhänger hier. Also sorry, liebe Zuschauer, wenn ihr uns jetzt hier euch das angucken müsst und denkt, oh nein, die wissen ja gar nicht, was sie machen. Aber wenn da echt nichts an der Hand ist. Aber das hat ja auch keinen Sinn gerade, ne? Gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Ja, ich sehe eigentlich nur eine Option. Wir holen jetzt einfach erstmal Mist für die Gewächshäuser. Ja. Und da kannst du da hinten noch... Die Palettengabel gerade vielleicht hier liegen, weil da müssen wir eh noch die andere kaufen. Okay. Dann würde ich sagen, holst du vielleicht... tust du vielleicht noch Wasser in ein anderes Gewächshaus? Da hinten bei den... Nicht bei den Gurken dann, sondern da hinten irgendwo? Da haben wir zumindest mal... Ja, ich würde noch einmal Tomaten dann in Betrieb nehmen oder sowas. Ja. Und dann lade ich hier später mal die Blumenkohl-Sachen ab und bin mal gespannt. Rotkohl, ja. Woher weiß ich denn, was ist? Das sieht nämlich auch... das sieht auch aus wie Gurke. Da steht, stehen so Zettel dran. Ah. Okay, was steht hier? Na komm, dann machen wir noch einmal Kopfsalat hier, klar. Ah, das Quietschen ist aber sau unangenehm. Mhm. Deshalb fährst du da Dinger jetzt. Aha, super. Soll ich das Fass dann wieder mit runterbringen? Ja, würde ich sagen. Also Gewächshaus, ich habe jetzt Gewächshaus 4, fülle ich auch auf mit Wasser. Vielleicht kannst du ein bisschen Gülle zur Kläranlage bringen und dann bekommen wir nämlich bald wieder neues Wasser. Können wir auch machen, ja. Dann ist das nämlich schon mal geritzt. Ja, dann mache ich das. Das ist eine ganz gute Idee. Ich muss mal gucken, ich glaube, die Schweine haben ja, die Kühe haben sowieso noch Gülle, weil, wie gesagt, ich hatte das ja überschrieben. Ja, schade. Hoffentlich. Ja. Oder es gibt einen ganz einfachen Trick, keine Ahnung. Das. Aber ganz ehrlich, das, was man damit sinnvoll, nach dem, was man sieht, machen sollte, das haben wir gemacht. Ja. Genau, also das hier ist auf jeden Fall nicht selbsterklärend gewesen. Ne. Lass mal gucken, jetzt, wo dran es liegt. Vielleicht können wir jetzt. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass der Ort für die Palette vielleicht der Ort ist, wo die Palette auch nur spawnt. Aber wir haben es ja auch auf dem Feld und neben dem Feld ausprobiert. Von ja, daher. Aber ein Annahmeträger kann nicht derselbe Punkt sein wie ein Ausgabeträger. Das wäre ja dann. Das wird ja nicht gehen, da wird es ja immer einen Crash verursachen. Stell dir mal vor, du nimmst eine Palette an, stellst aber eine neue schon drauf, damit er die zieht und auf demselben Punkt spawnt dann eine Palette, die quasi neu wäre oder die quasi den Ertrag gibt. Da muss man es jetzt vielleicht mal angucken, vielleicht außerhalb der Folge mal kurz drüber gucken. Aber ihr könnt uns auch gerne sagen, wie es läuft. Wie es läuft, denn wir nehmen heute nicht so viele Folgen auf, wir machen jetzt nur noch eine. Und danach sehen wir schon sowieso eure Kommentare, die spätestens, heute ist der 28. Dezember. Ja genau, dann werden wir spätestens am 28. Dezember wissen, was Sache ist, dann kommt die nächste am 30. Und dann fürs neue Jahr könnten wir dann zur Not dann anfangen mit Rotkohl, wenn wir es bis dahin noch nicht selbst rausgefunden haben. Naja, aber was wir jetzt rausgefunden haben, ist das Folgenende, beziehungsweise wie lang die Folge sein sollte. Die ist jetzt bei 15 Minuten. Sorry, dass wir jetzt hier nicht so ganz produktiv waren, aber wie gesagt, wir wollten es mal probieren.
Und ja, vielleicht können wir es beim nächsten Mal. Ansonsten ist es schön, wenn ihr Kommentare da lasst und uns dabei helft. In diesem Sinne, habt einen schönen Nachmittag. Bis dahin und tschüss. Ciao.